Ich freue mich, dass ihr heute wieder zuschauen wollt. Ich werde für euch heute den Tannzapfen zeigen. Der Tannzapfen ist ein wunderschönes Dekoobjekt und sieht dem in echt natürlich auch sehr, sehr ähnlich. Ich halte ihn mal so ein bisschen hoch, mal sehen, ob ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ist natürlich von dem Licht wieder nicht ganz so dolle, aber wir zaubern den Tannzapfen heute gemeinsam hin. Ich habe ihn hier einmal in Chocolate, in Silber, in Champagner und in dem tollen Platin. Alle Farben sind geprägt bei diesen großen Tannzapfen. Ich finde, es wirkt besser, aber ihr dürft euch gerne selber ein Bild dazu machen. Dazu benötigt ihr 5 Meter, weil der Tannzapfen, der so gedreht wird, da braucht ihr ungefähr ja, zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter, je nachdem, wie eng oder wie weit ihr wickelt. Und wenn ihr einen ganz, ganz mini kleinen süßen Tannzapfen machen wollt, den habe ich hier extra mal in glatt. Da verwende ich 3,5 Millimeter Flachdraht und da braucht ihr nur 1 Meter davon. Bei den anderen, da müsst ihr euch die 5 Meter Rolle kaufen. Die ist wieder bei uns im Shop erhältlich unter www.katjahaders.de. Schaut gerne vorbei, da haben wir wirklich ganz, ganz viele Farben. Ich zeige euch diesen Tannzapfen jetzt in der großen Form in Ich habe mir die Farbe Eisblau ausgesucht. Eisblau ist auch eine wunderschöne winterliche Farbe und habe mir jetzt einmal 1,5 Meter abgeschnitten. Ihr nehmt die Mitte von dem Draht. So, die Mitte. Und dann, wie ganz viele meiner Schmuckstücke jetzt anfangen, wickelt ihr die linke Seite über die rechte Seite. Ich gucke hier, dass ich im Bild bleibe, dass das für euch ein bisschen einfacher ist. So, dann ist einmal eine kleine Schlaufe zu sehen. Da, wo ihr die kleine Schlaufe gemacht habt, geht ihr mit dem Draht jetzt weiter. Also ihr holt richtig aus. Ich muss jetzt hier mal gucken, so viel Platz habe ich hier nicht. Und drehe mir das hier einmal nochmal so herum. Dann sieht das so aus. Und diesen Draht, der jetzt rechts oben liegt, den biege ich, den fasse ich so an und knicke ihn so nach vorn weg. Und nehme den nächsten Draht, der jetzt ja auch wieder oben liegt, und knicke mir den auch wieder auf den anderen so rüber. Und diesen auch wieder. Und den nächsten. Und den nächsten einknicken, rumbiegen, einknicken, rumbiegen. Und das mache ich jetzt eine Weile. Immer schön den Daumen wieder drauf halten, damit das schön straff bleibt. Und wieder. Da könnt ihr natürlich auch Röschen herstellen, die ihr dann für die Dekoration des Kranzes nehmt. Das ist auch möglich. Beim Kranz, bei der Dekoration vom Adventskranz, da zeige ich euch nochmal eine andere Rosenform, die ihr mit einarbeiten könnt, aber das würde auch ganz toll aussehen. So, und wenn ich jetzt so, ich sag mal 3-4 Runden, ich habe jetzt 1, 2, 3 Runden und gehe jetzt schon langsam mit dem Zeigefinger so hinten rein, drücke mit der anderen Hand mit dem Zeigefinger und Daumen so ein bisschen, dass die Mitte sich nach vorn hebt. Und drehe das so ein bisschen leicht ein. So.
seht ihr schon, das wird schon der Anfang werden vom Tanzapfen. Jetzt geht ihr mit euren rechten Zeigefinger in den Tanzapfen hinein, sofern ihr natürlich Rechtshänder seid. Die Linkshänder müssen das dann andersrum machen. Und wieder einmal knicken, mit dem Daumen drauf fassen und wieder rumwickeln. Und so mache ich das jetzt Runde für Runde. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich so ein bisschen in der Form bleibe, dass ich also nicht, dass der Tanzapfen nicht enger wird. Erst geht es ja ein bisschen auseinander und dann zum Schluss werden wir ihn ja wieder ein bisschen kleiner ziehen. Und ihr seht schon, so einfach geht es. Den kann man dann auch wunderbar in den Weihnachtsbaum mit reinhängen, in einer Glasvase mit einer Lichterkette drin. Also alles Mögliche, was ihr machen wollt, ist freigegeben. Der Tanzapfen, den hat mir ein koreanischer Designer gezeigt und da bin ich auch ganz stolz drauf. Das ist nun mittlerweile schon, ich glaube, 3 Jahre her, 2,5, so ungefähr. Und habe es leider noch nicht geschafft, den euch zu zeigen. Aber auf unseren Messen, da habe ich ihn schon ein paar Mal präsentiert am Messestand. Und natürlich konnte man diesen dann auch im Workshop herstellen. Da bin ich natürlich dann vor Ort und kann gucken, wo müssen wir drehen, wie wird gehalten. Das ist immer noch möglich. So, und dreht es immer wieder so ein bisschen leicht ein und ziehe mir das so herunter. So, und je nachdem, wie groß ihr ihn haben wollt, ob das jetzt die Originalgröße ist von einem Tanzzapfen oder ob ihr sagt, es reicht mir, wenn ich den ein bisschen kleiner mache. So, wenn ihr dann eure gewünschte Größe habt, dann dreht ihr euch den letzten Draht, zeige ich euch mal, so ein bisschen rein. Das heißt, ihr dreht euch den noch so ein bisschen zur Schlaufe, schneidet den überschüssigen Draht ab. Und das Tolle ist, dass ihr diesen Rest an Drahtstück benutzen könnt für Kettenaufhänger. Das heißt, jetzt mal so gesehen, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Muss ich haben Kette machen würdet, in Eisblau, dann hättet ihr gleich den passenden Kettensteg dazu. Also ihr müsst nichts wegwerfen, es kann alles verwendet werden. Mit der Rundzange jetzt am äußersten Ende anfassen und nach innen drehen. Und das andere biege ich jetzt hier noch so ein bisschen herum, schneide mir wieder den Draht ab und forme ihn wieder zu einer kleinen Schlaufe. Dann habe ich nämlich einen Aufhänger und kann das gleich am Band, kann den Tanzapfen dann aufhängen an gewünschter Stelle. So, und ich finde auch in Eisblau. Wenn man jetzt eine Dekoration macht in Silbereisblau, könnte ich mir gut vorstellen. Ich zeige euch jetzt noch den kleinen Tanzapfen. Da braucht ihr 1 Meter davon. Ich schneide jetzt mal 1 Meter ab von meiner Rolle. So, und wieder die Mitte, die linke Seite auf die rechte Seite ziehen. Ich nehme eine schwarze Matte, vielleicht kann man es dann besser sehen. So, nochmal die linke Seite, die wir ja rübergezogen haben auf die rechte Seite, einmal in einem Bogen nochmal herumgehen. Und jetzt habe ich den rechten Draht, den ich mir hier so ein bisschen einknicke mit dem Daumen und nach vorn ziehe. So sieht das dann aus. Und wieder den vorderen Draht, beziehungsweise der oben ist, nach unten ziehen. Den Draht wieder nach vorn. Und
Also wenn man die klein genug macht, könnte man sich sogar Ohrringe daraus basteln oder drahten, weil der Flachdraht ist genauso leicht. Das ist ja ein Aluminiumdraht, der läuft nicht an und der ist ganz toll und leicht obendrein. So, auch hier könnte man wieder einen Kettenanhänger machen oder als Form vom Ring. Das ist alles möglich. Ich drücke jetzt hier wieder so ein bisschen die Spitze nach außen. Biege mir das schon wieder so ein bisschen rund, forme, modelliere und wieder mit den Zeigefinger rein, Daumen festhalten und jetzt kann ich immer wunderbar außen herum gehen. So. Und drehe natürlich immer das Ganze in sich noch so ein bisschen ein, damit er auch seine Form bekommt. Und den könnt ihr natürlich in Größen machen, wie ihr es gerne haben wollt. Da sind keine Grenzen gesetzt, auch als Kettenanhänger. Aber ich arbeite den gerne in so Grenzen mit ein, als Dekoration für Weihnachten oder in Chocolate, als Herbstkranz, den so ein bisschen mit einer Lichterkette drapiert, sieht das doch ganz toll aus. So. Und den letzten Draht noch hinein. Da nehme ich jetzt meine Rundzange wieder, setze das am Ende an und biege es mir in die Mitte hinein. Und ziehe mir mit dem Draht den so ein bisschen rund. Forme noch ein bisschen auf. Und schon habe ich wieder meinen kleinen Tanzzapfen. Setze die Schlaufe und drücke noch ein wenig, modelliere noch ein wenig. Und fertig ist mein kleiner Tanzzapfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zusehen und damit ich euch das noch mal zeigen kann, wie das aussieht in einem Kranz. Moment. Ich muss mal so mal ins Bild rüber gehen. Da seht ihr den kleinen Tannenzapfen, den man da so mit einarbeiten kann. Und das kann man ringsrum machen. Ich kann ihn jetzt leider nicht schräg halten, sonst fallen mir die Kerzen runter. Aber wie gesagt, die Dekoration, das zeige ich euch noch in einem extra Video, wie ich dann diesen Kranz dekoriere. Ich hoffe, es hat euch Freude gemacht beim Zuschauen und ihr werdet jetzt fleißig Tannenzapfen für den Herbst und für den Winter herstellen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bedanke mich und bis bald, eure Katja.